Hallo zusammen, mein Name ist Melanie und ich darf Sie heute beim Open House in Eschweiler-Dürwiß begrüßen. Meine Kollegin, die Johanna, hat ja letzte Woche schon in Aachen-Brandt an der Immobilie das erste Livestream Open House gestartet und wir hatten über 1000 Viewer und heute sind wir im schönen Eschweiler-Dürwiß. Wie Sie hinter mir sehen, haben wir eine freistehende Immobilie von 1997 auf einem wunderschönen Grundstück, dass die Größe 640 Quadratmeter hat. Leider hat es der Wettergott heute nicht gut mit mir gemeint. Sonst würden Sie sehen, dass wir eine super Südwestausrichtung haben und einen sonnigen Garten. Aber Gott sei Dank schneit es ja im Moment nicht mehr. Zur linken und zur rechten haben wir jeweils eine Garage. Die rechte zeige ich Ihnen jetzt am Anfang. Die linke später, da sie einen kleinen Vorzug zum Haus hat. Das heißt, Sie drücken auf ein Knöpfchen und sind sofort in der Garage. Da es doch recht windig und gleich wieder anfängt zu schneien, gehen wir in die Garage. Wir haben 165 Quadratmeter Wohnfläche, aufgeteilt auf zwei Ebenen. Und 140 Quadratmeter Nutzfläche. Das schöne Esszimmer, in dem wir gerade stehen, mit der Glasfront, ist angebaut worden 2005. Das heißt, alles, was Sie sehen, ist 2005 entstanden und ab dem Wohnzimmer ist es aus dem Baujahr 1997. Zum Wohlfühlen haben wir einen Kamin, der befeuert wird aus der Küche, wie Sie hier gleich sehen werden. Ja, wir befinden uns gerade in der Wohlfühlküche, die für Großfamilien jeglicher Art Platz bietet. Jetzt sind wir im Eingangsbereich. Also normalerweise kommen Sie hier rein, begrüßen Ihre Gäste oder Ihre Familie und angrenzend, wie fast in jedem Haus aus den Baujahren, ein Gäste-WC. Hinter mir haben wir eins von den vier Schlafzimmern, die wir hier im Hause haben. Auch schön mit einer Glasfront, der schönen Aussicht in den Garten. Und was natürlich speziell oder besonders ist, dieses Haus kann man auch bis ins hohe Alter bewohnen, dadurch, dass wir durch eine kleine Erweiterung des Gäste-WCs ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer und Esszimmer auf einer Etage haben. Da wir aber natürlich noch drei weitere Schlafzimmer haben, wie ich gerade erwähnt habe, zeige ich Ihnen jetzt mal die Schlafetage oben, auch mit dem schönen Tageslichtbad. Das Tageslichtbad ausgestattet mit Dusche und Badewanne, so dass jeder seinen Vorlieben trotzen kann, ob baden oder duschen, ist es alles gegeben. Die Rollläden im kompletten Haus sind elektrisch. Und wie man sieht, haben wir hier auch nicht nur ein Fenster, sondern eine schöne Tageslichtfront. Ja, weiter geht es dann in das zweite Schlafzimmer, was ein jetziges Kinderzimmer ist oder auch als Büro genutzt werden kann. Das nächste Zimmer wird zurzeit als Spielzimmer genutzt, wie Sie sehen. Die Kinder sind große Fußballfans, unübersehbar. Ich hoffe, die Fans der anderen
Fußballvereine schauen jetzt trotzdem weiter zu. Und all das Schlafzimmer mit Ausblick zum Garten. Auch wieder eine schöne Fensterfront, dass alles schön hell ist im Haus. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir auch 114 Quadratmeter Nutzfläche. Das bedeutet, das ganze Haus ist unterkellert. Da führe ich Sie jetzt gerne mal hin, weil uns da auch noch ein Highlight erwartet. Dadurch, dass alles befliest ist, kommt, wie gesagt, für alle, die Homeoffice zurzeit oder in Zukunft vielleicht mehr nutzen werden, ist es natürlich auch schön, so einen Raum im Haus zu haben. Damit nicht nur der Kamin natürlich wohlige Wärme erzeugt, haben wir eine Gasheizung, die 2010 erneuert worden ist. Die Warmwasseraufbereitung wird unterstützt über Solarthermie, die wir auf dem Dach haben. Wenn Sie bei uns auf die Seite schauen, können Sie nämlich den Drohnenflug sich anschauen. Dann sehen Sie auch die Solarthermie auf dem Dach drauf. Weiter geht's jetzt hier in den Hauswirtschaftsraum. Und hier kommen wir zu dem, was ich schon gesagt habe, zu der anderen Garage. Die Garage ist mit dem Keller verbunden. Das heißt, Sie kommen immer trockenes Fußes in die Garage rein. Auch hier ist wieder alles elektrisch. Das heißt, ein Knöpfchen drücken und schon öffnet sich das Tor. Auch direkter Zugang zum Garten ist natürlich aus der Garage auch möglich. Das heißt, nicht nur Ihre Einkäufe runterbringen, sondern Grünschnitt können Sie alles direkt aus dem Garten ins Auto verladen. Das Highlight befindet sich hier. Wir haben eine eingebaute Sauna mit nebenan einem extra Badezimmer dafür. Was gibt es Schöneres im Winter, sich schön in die Sauna zu setzen, danach sich kalt abbrausen und oben am wohligen Kamin zu relaxen. Und da man mit einer Großfamilie ja meistens nicht nur mit einem Vorratsraum auskommt, haben wir hier noch einen weiteren, der auch so genutzt wird. Und somit sind die 114 Quadratmeter Nutzfläche komplett. Damit Sie auch wissen, wo wir in Dürnfels sind, das habe ich ja noch nicht erwähnt, zeige ich Ihnen jetzt die Straße. Das Haus befindet sich am Vlies, angrenzend an dem Neubauviertel in ruhiger Lage. Ja, das war es mit dem Open House von heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick schaffen in diese Immobilie. Ich freue mich auf Anfragen und hoffe, Sie schalten nächste Woche Sonntag wieder zu. Es war meine Premiere. Ich hoffe, es war nicht zu schnell oder zu nervös. Aber wir sind alles nur Menschen, wir geben unser Bestes. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns überhaupt auf www.pai24 besuchen, weil da werden Sie mit Sicherheit Ihr neues Zuhause finden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, bleiben Sie gesund.